Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht schon, da ist ein Kratzer. Da oben, da sieht es auch aus, als wäre irgendwas zerkratzt. Das ist vom Hund, vom Einsteigen. Die Pfoten zerkratzen das ein bisschen bei jedem Mal ein- und aussteigen, wenn den Kofferraum rein will. Ich zeige euch heute, wie ihr mit und ohne Poliermaschine die Kratzer rausbekommt. Wir benötigen nur ein Mikrofasertuch, eine Politur oder Schleifpaste, je nachdem wie tief eure Kratzer sind. Ja, tastet euch am besten mal mit einer feineren Körnung an, dass ihr nicht so viel abtragt. Wenn es nicht funktioniert, dann eine andere Paste hernehmen und länger drüber gehen. Es wird auf jeden Fall besser. Um diese Kratzer zu vermeiden, wäre es natürlich sinnvoll, dort eine Schutzfolie aufzutragen. Das werde ich jetzt dann eh machen, dass ich diese Kratzer nicht wieder drin habe. Macht das einfach so lange, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Nicht zu lange, weil der Lack sonst kaputt geht. Einfach mit Gefühl. Wenn ihr doch eine Poliermaschine habt, dann könnt ihr das auch so machen. Ich habe allerdings nicht so eine kleine. Ich glaube, die meisten werden so eine standardmäßige haben wie ich. Da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, die Schleifpaste wieder verteilen, dass sie nicht so rumspritzt. Und da mit Gefühl drüber, wie schon vorher gesagt, nicht zu lange, sonst brennt sich das ein oder der Lack, der nimmt auf jeden Fall Schaden. Und dort auch wieder herantasten mit der Schleifpaste, eventuell eine feinere hernehmen und wenn die nichts wirkt, dann eine gröbere, dass man mehr Abtrag hat. Ziemlich sicher werdet ihr nicht komplett alle Kratzer rausbekommen, weil oftmals die zu tief sind. Bei mir wird es wahrscheinlich auch nicht komplett weg sein, aber auf jeden Fall eine Verbesserung wird man sehen oder die kleineren werden weg sein. Die gröberen kann man wahrscheinlich je nach Einfall des Sonnenlichts noch ein bisschen erkennen. Nachdem ihr fertig seid mit Polieren, dann wieder alles abwischen mit einem Mikrofasertuch. Dann könnt ihr das Ergebnis beurteilen, ob ihr zufrieden seid. Wenn nicht, dann könnt ihr nochmal die wiederholen. Jetzt habe ich noch hier einen Kratzer. Da gehe ich auch mal mit der Poliermaschine drüber. Da haben wir einfach das bessere Ergebnis, wie wenn man das nur von der Hand macht, dann dauert es einfach länger. Allerdings mit der Hand, wenn man jetzt keine Poliermaschine hat, ist das Ergebnis auch gut. Es ist einfach zeitaufwendiger. Hier unten kann man noch diese Plastik-Spoilerlippe abdecken. Wenn man da mit der Poliermaschine drüber käme, kann man da das bisschen beschädigen. Allerdings, wenn ihr aufpasst, dann könnt ihr euch auch diesen Arbeitsschritt sparen. Wieder selbes Prozedere, nachdem ihr fertig seid. Mit einem sauberen Mikrofasertuch das überschüssige Poliermittel abtragen. Und ich sehe schon, es ist nur leicht zu erkennen, aber es ist eine deutliche Verbesserung und so kann man es lassen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.